Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute ein Topmodel-Malbuch für euch und zwar ein ganz besonderes. Da geht es nicht um Klamotten oder Schuhe, sondern nur um Make-up. Das heißt, man hat lediglich die Gesichter der Topmodels und die kann man dann verschönern, also in einer richtig großen Aufnahme, wo man auch gut die Augen und die Details sehen kann. Geeignet ist es für Kinder nicht unter 3 Jahren. Stifte sind übrigens nicht dabei. Hier sind so ein paar Vorgaben, wie man das Ganze anmalen kann, wie zum Beispiel hier mit Pink den Lidschatten, mit Lila oder auch ganz hellblaue Augen. Die Stifte gibt es, glaube ich, separat. Und so schön kann ich auf jeden Fall nicht malen. Da sind ja auch richtig tolle Lichtreflexe in den Haaren. Das Make-up leuchtet und funkelt richtig. Und Schmuck gibt es auch noch. Diesen Schmuck kann man mit diesen Stickern hier einfach auf die Ohrläppchen kleben. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Ohrringe, wie zum Beispiel mit Federn oder mit so funkelnden Kristallen. Hier unten, das sieht fast aus wie Holz. Ein sehr, sehr schönes Malbuch, da werden wir auf jeden Fall mal drin malen. Hier ist noch eine kleine Anleitung zu sehen, wie man so ein Topmodel-Make-up-Bild ausmalen kann. Natürlich erstmal anfangen mit der Hautfarbe, dann wie man die Augen malen kann, die Lippen und selbst die Nasenlöcher werden hier angemalt. Wirklich sehr seltsam. Die Augenbrauen natürlich auch ganz wichtig und die Wimpern. Ein weiteres kleines Tutorial, wie man die Haare malt. Da kann man auch ganz, ganz viele verschiedene Farbtöne nehmen, damit die auch möglichst realistisch und echt aussehen. Und dann geht es auch schon los mit unseren ersten Models. Dieses Model hat auch gar keine Haare, so ähnlich wie Elsa. Diese Haare muss man natürlich noch komplett malen. Könnte ein bisschen schwierig sein, aber dafür kann man zu dem Make-up sich auch noch einzelne Frisuren ausdenken. Das hatte ich euch ja eben schon gesagt. Die Models haben dann auch verschiedene Posen. Oh, das ist ja auch super interessant mit so einem Schmetterlings-Augen-Make-up. Schauen. Das Model hat zum Beispiel richtig niedliche Sommersprossen. Wow, es sieht wirklich super schön aus. Ich bin echt beeindruckt, wenn man so malen könnte. Würde ich auch gerne können. Könnt ihr das vielleicht? Wir können ja auch gerne mal, Kathi und ich, wieder mal so eine kleine Topmodel-Challenge machen, wo wir beide ein Topmodel ausmalen und ihr dann entscheiden dürft, welches euch davon besser gefällt, also welches mehr gelungen ist. Können wir gerne wieder machen, haben wir schon länger nicht mehr gemacht. Also ich finde dieses Topmodel-Make-up-Malbuch wirklich sehr, sehr schön. Da werden wir auf jeden Fall uns auch ein bisschen austoben. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben. Wenn ihr so eine Topmodel-Make-up-Challenge mal von Kathi und mir sehen möchtet, schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video mehr von uns verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen drücken. Und dann bekommt ihr jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn wir neue Videos für euch haben. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao!